Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Hörer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Christkönigssonntag das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV. Die deutschsprachigen Radio Marias, Radio Horeb und Radio Gloria. Und mein Gruß geht natürlich auch an alle, die heute über unsere Webseite vaticannews.de, YouTube-Apps und Facebook mit dabei sind. Ja, in Rom grassiert derzeit eine Grippewelle und die hat nun auch den Papst erwischt. Franziskus hat ja bereits gestern alle geplanten Audienzen absagen müssen. Den Engel des Herrn betet er mit uns heute aber doch. Umstände halber aber nicht vom Petersplatz aus, sondern per Videoschalte aus der Kapelle im Vatikanischen Gästehaus Santa Marta, wo der Papst bekanntlich ja auch wohnt. Viele von Ihnen werden die Kapelle vielleicht noch von den Frühmessen kennen, die Franziskus in den ersten Jahren seines Pontifikats, vor allem während des Corona-Lockdowns, dort regelmäßig gefeiert hat. Heute muss also auf die Kapelle ausgewichen werden. Aber Papst Franziskus war sein Anliegen, den Engel des Herrn trotz Grippe auch heute mit uns allen zu beten. Ja, wir sind im Moment noch auf den Petersplatz zugeschaltet, wo sich wieder viele Gläubige eingefunden haben. Es ist sonnig und mit 12 Grad für römische Verhältnisse relativ kühl. Rund um den Petersplatz sind Großbildschirme angebracht, über die Gläubigen, die sich hier versammelt haben, dann die Videoschalte sehen können. Vor dem Angelusgebet werden wir wie immer eine Auslegung des Tagesevangeliums hören und danach noch spontane Appelle und Grüße, die Papst Franziskus an die Gläubigen richten wird und die ich für sie übersetzen werde. Ja, am letzten Sonntag im Kirchenjahr feiern wir das Christkönigsfest. An diesem Hochfest feiern wir unseren Herrn Jesus Christus als König des Weltalls. Vollständig heißt es Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls. Der Christkönigssonntag wurde 1925 eingeführt, und zwar von Papst Pius XI. Er wollte damit etwas gegen die Gleichgültigkeit vieler Christen tun, ein Zeichen dafür setzen, dass nicht weltliche Herrscher und Monarchen die wahren Führer sind, sondern Jesus Maßstab des Handelns sein soll. Sein Zugehen auf die Armen und Kranken, seine Bereitschaft zu vergeben, sein Eintreten für Friede und Gerechtigkeit sind Vorbild und Idealbild des Königs. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich in Europa die politische Landschaft stark verändert. 1870, nachdem der italienische König in Rom einmarschiert war, hatte der Papst seine ganze weltliche Macht verloren. Ja, und wir sind jetzt zugeschaltet in die Casa Santa Marta. Liebe Brüder und Schwestern, schönen Sonntag. Heute kann ich nicht vom Fenster im Arbeitszimmer aus den Angelus beten, weil ich eine Lungeninfektion habe. Monsignor Breider wird den Angelus verlesen. Er macht das auch immer sehr gut. Ich danke euch allen für eure Anwesenheit hier heute. Heute am letzten Sonntag des Kirchenjahres und Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls, berichtet das Evangelium vom jüngsten Gericht und sagt uns, dass es dabei um die Nächstenliebe geht. Die Szene führt uns in einen Königssaal, in dem Jesus, der Menschensohn, auf einem Thron sitzt.
Alle Völker sind zu seinen Füßen versammelt, darunter die Gesegneten, die Freunde des Königs. Aber wer sind sie? Was ist das Besondere an diesen Freunden in den Augen ihres Herrn? Nach den Kriterien der Welt sollten die Freunde des Königs diejenigen sein, die ihm Reichtum und Macht verliehen haben, die ihm geholfen haben, Gebiete zu erobern, Schlachten zu gewinnen, sich über andere Herrscher zu erheben. Vielleicht auf den Titelseiten der Zeitungen oder in den sozialen Medien wie ein Star gefeiert zu werden. Zu ihnen sollte er sagen: Danke, denn ihr habt mich reich und berühmt gemacht, beneidet und gefürchtet, nach den Maßstäben der Welt. Nach dem Maßstab Jesu aber sind die Freunde andere. Es sind jene, die ihm in den Schwächsten gedient haben. Der Menschensohn ist nämlich ein König ganz anderer Art. Ein König, der die armen Brüder nennt, sich mit den Hungernden und Dürstenden, den fremden Kranken und Gefangenen identifiziert und sagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er ist ein König, der sensibel ist für das Problem des Hungers, das Bedürfnis nach einem Zuhause für Krankheit und Gefangenschaft. Alles Realitäten, die leider noch immer allgegenwärtig sind. Hungrige, obdachlose Menschen, die sich kleiden, so gut sie eben können, bevölkern unsere Straßen. Wir begegnen ihnen jeden Tag. Und auch was Krankheit und Gefängnis betrifft, so wissen wir alle, was es bedeutet, krank zu sein, Fehler zu machen und dafür bezahlen zu müssen. Nun, das heutige Evangelium sagt uns, dass die Gesegneten jene sind, die auf diese Armut mit Liebe, mit Dienst antworten, nicht indem man wegschaut, sondern indem man andere mit Essen und Trinken versorgt, mit Kleidung und Unterkunft, ihnen einen Besuch abstattet, ein Wort für sie übrig hat, den Bedürftigen nahe ist. Denn Jesus, unser König, der sich Menschensohn nennt, findet seine liebsten Brüder und Schwestern in den Schwächsten. Sein Königssaal ist dort, wo Menschen leiden und Hilfe brauchen. Das ist der Hofstaat unseres Königs. Und der Stil, durch den sich seine Freunde auszeichnen sollen, jene, die Jesus zum Herrn haben, ist der Stil des Herrn selbst: Mitleid, Barmherzigkeit, Zärtlichkeit. Sie veredeln das Herz und sind wie Öl, das auf die Wunden der vom Leben Verwundeten tropft. Brüder und Schwestern, fragen wir uns also: Glauben wir, dass das wahre Königtum in der Barmherzigkeit besteht? Glauben wir an die Macht der Liebe? Glauben wir, dass die Nächstenliebe der königlichste Ausdruck des Menschen und eine unabdingbare Voraussetzung für einen Christen ist? Und schließlich: Bin ich ein Freund des Königs? Fühle ich mich also von den Bedürfnissen der leidenden Menschen, die meinen Weg kreuzen, persönlich betroffen? Maria, Königin des Himmels und der Erde, hilf uns, Jesus, unseren König, in seinen kleinsten Brüdern und Schwestern zu lieben. Angelus Domini, Ave Maria, et concepi Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedetto frutto ventris tuo, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infundi. Ut angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profideri de fontis, requiem aeternam donaeis don. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, heute feiern die Teilkirchen den 38. Weltjugendtag zum Thema Freut euch in der Hoffnung. Ich segne alle, die teilnehmen an den Initiativen in den Diözesen im Einklang mit dem Weltjugendtag in Lissabon. Ich umarme die Jugendlichen der ganzen Welt und ermutige sie, freudige Protagonisten der Kirche zu sein. Gestern fand in der Ukraine das Gedenken an den Holodomor statt, die von der Sowjetführung vor 90 Jahren verursachte Hungersnot, diesen Völkermord. Ein Gedenken, das noch schlimmer ist angesichts des Leids der gemarterten Ukraine, das sie jetzt erdulden muss. Wir beten weiter, ohne zu ermüden, denn das Gebet ist die Kraft des Friedens, das die Spirale des Bösen und der Rache durchbricht und Hoffnung gibt. Wir danken Gott, da es zwischen Israel und Palästina endlich zu einer Waffenruhe gekommen ist und einige Geiseln befreit werden konnten. Wir beten dafür, dass bald alle befreit sind und beten für ihre Familien. Es mögen mehr humanitäre Hilfen nach Gaza kommen. Bestehen wir auf dem Dialog. Es ist der einzige Weg zum Frieden. Wer keinen Dialog will, der will auch keinen Frieden. Außer von Kriegen ist die Welt noch von einer anderen Gefahr bedroht, dem Klimawandel, der auch die kommenden Generationen bedroht. Und das steht dem Plan Gottes entgegen, der alles geschaffen hat für das Leben. Deshalb werde ich am kommenden Wochenende in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, wo ich am Samstag an der Weltklimakonferenz COP28 teilnehmen werde. Ich danke allen, die die Reise mit ihrem Gebet begleiten und die Sorge um das gemeinsame Haus sich zu Herzen nehmen. Ich grüße euch alle Pilger aus Italien und anderen Teilen der Welt, besonders die aus Pakistan, aus Polen und aus Portugal. Ich grüße die Gläubigen aus Civitavecchia, Tarquinia und Piacenza und die Delegation aus Lecce. Ich grüße die Firmlinge aus Rimini und aus Assisi und den Chor aus Vieste. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und bitte vergesst nicht, für mich zu beten, gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Ja, die letzten Grüße hat Papst Franziskus selbst an uns alle gerichtet, auch den Angelus hat er selbst gebetet. Die Katechese zuvor musste Monsignor Breider aus dem Staatssekretariat verlesen, da Papst Franziskus, wie er selbst gesagt hat, sich eine Lungeninfektion zugezogen hat. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom, heute ausnahmsweise aus der Kapelle der Casa Santa Marta.
Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren und verweise noch auf unseren kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.